Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist was ganz Besonderes geplant. Wir sind unterwegs in der Tschechei und besuchen die Zinnmine Sauersack. Jetzt als erstes besuchen wir erstmal die Gefangenenlager und dann geht's noch mit ein paar Sachen weiter. Natürlich. Guck, guck. Wir müssen mal schauen, was das war. Da ist auch noch Metall, siehst du das? Mhm. Guck mal, ich brauch dich. Weiter geht's gerne. Das ist Holzlager und Waschküche. Das war die Waschküche? Paar. Holzlager und Waschküche. Ich brauch dich. Da. Ich gehe da jetzt rein, aber ich brauch Licht. Holzlager und der Waschküche. Ja, will ich gleich runter. Ich glaube, Katja darf jetzt von der anderen Seite rein. Da sieht man noch direkt das Kellerfenster, wo dort sind. Aber hier ist doch eine Treppe, warum gehe ich dann hier nicht runter? Ja, da sind wir runter auch. Ja. Hast du das Gebiet außen ein bisschen gefilmt? Ja. Nee, ist keine Waschküche, Entschuldigung, wir haben es vertan. Was ist es dann? Es ist ein. Das ist die Objekt Nummer 3. Ja? Der Keller diente als Küche und Esszimmer. Küche und Esszimmer war es. Der östliche Teil als Schlafbereich. Mhm. Also Benni, kannst du dokumentieren? Ich komm. Jö, hier ist dunkel. Boah, hier ist kalt. So, wir waren da schon drin. Nee, da geht's nicht runter.
So, ich gehe dabei zum nächsten, während die da noch sich ein bisschen umschauen. Schau mir das da hinten an. Guck mir da auch so ein Stahlring. Riesenoschi. Hier ein Loch. Leider alles vermüllt. Haben wir hier so Steine, wahrscheinlich von so einem Kamin. Umgestürzter Baum, aber der ist kein Hindernis. Steigen wir einfach drüber. Und dann kommen wir schon zum nächsten. So, ist wieder so ein ähnliches wie vorhin. Brauchen wir jetzt eine Taschenlampe wieder, damit ihr volle Auflösung habt. Ui, das ist unter Wasser. Guckt mal hinten, alles überflutet. Hier auch ein Stein, der ist wieder das gleiche. Mit dem Lüftungsschlitz da oben. Da muss man schauen, vielleicht holen wir später die Gummistiefel aus dem Auto und dann gehen wir näher rein. Aber da gibt es jetzt nicht so was zu sehen. So. Hier haben wir noch eins nebenan. So ein Loch. Was das aber genau ist, kann ich euch nicht sagen. Wenn es ihr wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren. So, wir gehen jetzt nochmal rein mit einer etwas helleren Taschenlampe. Also, das ist für die Mama ist ein Fotomotiv, ein schönes, ja. Wir sind jetzt nochmal hochgegangen. Hier sieht man die Löcher, die von unten sind, also die man unten sehen kann, die sind hier oben auch. Also zu denen kann man auch einwandfrei hin. Sieht man, wie die Sonne spiegelt im Wasser. So, dann ist das nächste Stück jetzt erstmal nur Wald. Ah, da ist noch was. Da ist noch was, da gehen wir kurz hin. Ah. So. Da ist ein Loch, aber da ist nur Müll drin. Zumindest kann ich da jetzt nicht großartig was sehen. Ja, da ist nur Müll. Mach nochmal Taschenlampe kurz. Also, alles zugemüllt. Auch noch mal sind so kleine Zwischenlöcher teilweise hier und da und da ist es dann wahrscheinlich so eine Platte. So, dann wird hier wahrscheinlich ein Gebäude gestanden haben. Hier ist so eine Grundform. Da ist auch nochmal interessant. Da ist auch ein Loch. Es ist erstaunlich, wie viele Löcher hier sind. Und nebendran gleich der Baum. Da ist schon wieder ein Loch. Schaut's mal. Schaut's mal. Aber das ist nicht so tief. Zumindest sieht es jetzt nicht so aus. Kann auch sein, dass es einfach verstopft ist. Da, da sind noch mehr. Hier.
Und hier. Und hier. Da sieht man auch noch das Rohr. Und da habe ich jetzt auch gesehen noch was. Schaut euch das an. Dann haben wir wieder Steine. Auch cool. So ein bisschen Metall. Da oben auch. Weiß nicht, ob sie das hingeschmissen haben oder ob das wirklich von ihm ist. Hier befinden wir uns scheinbar auch in so einem ehemaligen Gebäude, weil das hier ist auch abgesetzt, da geht es auch rauf. Und da sind dann auch wieder Grundformen, also Grundrisse. Boah, und da hinten ist, boah, da sind coole Sachen. Da gehen wir jetzt gleich hin. Das ist wirklich interessant, da haben wir auch noch mal so ein Riesenloch. Breit. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera wirklich so ausschaut, wie es hier ist. Dann gehen wir mal hinterher zu diesen Gebäuden da, die noch stehen. So, kurze Rückmeldung. GoPro hat sich gerade verschluckt. Haben wir hier das erste Gebäude. Beziehungsweise es sind zwei. Da hinten steht auch noch eins. Gehen wir gleich hin. Hier der Grundriss hier. Scheinbar nur noch die einzigste Mauer. Ich weiß nicht, ob es ein ganzes Gebäude ist. Müssen wir mal kurz schauen. Nee. Es ist die letzte Mauer mit dem Schornstein noch. Und hier wieder die Grundrisse. Also ihr könnt ihr sehen, wie groß es ungefähr war. Da hinten ist dann auch wieder was. Schauen. Oh. Kann man da reingehen? Eher schwer. Ah. Du kannst jetzt leider nicht wirklich was erkennen. Versucht da runterzukommen. Ach, schaut's mal. Also. Es ist jetzt nochmal von unten. Hat sich Kalk angesetzt am Ding, am Dach. Also durchgehen will ich da jetzt nicht wirklich. Dazu schaut mir das zu eng aus. So, dann gehen wir mal wieder raus. Taschenlampe aus. So. Und zur Nummer 2. Also schauen, die anderen sind da scheinbar auch. Nicht, dass wir jetzt zu viele Personen drin haben in den Aufnahmen. Hier war auch so nochmal so ein Graben. Und dann ist da hinten noch so eine zweite Mauer. Wieder mit dem Schornstein und der Mauer. Sieht man ein bisschen so, die Platten hat es so ein bisschen rausgerissen aus der Natur. Oh, aber da steht mehr. Guckt's mal. Da steht noch ein zweiter Schornstein. Ein bisschen hier von der Mauer. Schauen wir uns das mal von hinten an. So, hier liegen unzählige Steine. Hier der zweite Schornstein. Es sind insgesamt zwei. Ganz cool. Oh, guck mal, da ist scheinbar noch ein zweiter Graben. So, hier noch ein zweiter Graben. Und hier sind dann auch nochmal Grundmauern. Ja. Alles schon von der Natur zurückgeholt.
So, dann gehen wir mal wieder ein bisschen abseits, damit ihr nicht die ganzen Stimmen von den anderen mit drin habt. So. Hier extrem viele Bäume. Ich weiß nicht, ob die gefällt sind oder... umgefallen. Ja, vom Wind. Da, gewurzelt. Und abgeknickt. Aber da hinten ist schon das nächste Gebäude. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir nicht wehtue, wenn ich da hingehe. Ui. So, sogar zwei. Wieder der Graben. Hier nochmal ein Loch. Ein etwas größeres. Mal schauen. Ah, dann ist das hier wahrscheinlich das andere von gegenüber, wo wir vorhin schon reingeschaut haben. Ja, genau, das ist wieder so ein ähnliches. Oh, jetzt Taschenlampe ausgegangen, keine Ahnung warum. Hier sogar. Warum geht die Taschenlampe aus? Verstehe ich jetzt nicht. Muss man vielleicht Akku tauschen. So. Hier ist Gebäude. Ein kleines Fenster. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es gehört habt, aber es müssen scheinbar die sanitären Anlagen gewesen sein. Hier nochmal ein kleiner Funfact. Das waren scheinbar von Toiletten. Das sind wir jetzt gerade auf dem Teil, wo wir gerade unten, gerade eben nach unten geschaut haben. So kleine Abteile. Kann man die Schwester einsperren. Dann schaut mir das dabei so aus, als wenn es das gewesen wäre. Fürs Erste. Ich glaube, da hinten ist noch was. Aber ich melde mich wieder, wenn wir was haben. Also bis gleich. Die genauere Geschichte über dieses Gebiet hier, das ist das Gefangenenlager 1 und 2 und über die Zinnmine Sauersack werden wir in der Videobeschreibung unten verlinken. Jetzt auch nochmal was Kleines. Mit einem Baumstamm innen drin. Hier wieder Überreste von dem Schornstein. Und dann hier. Zack. Versuch mal näher rein. Nee, geht leider nicht. Tut mir leid, ich passe da nicht rein. So. Ui. So. Da hinten sind Baumstämme. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was ist. Also es kommt noch auf jeden Fall eine ganz, ganz große Sache. Später, aber erst zu der, so zum, ja, ich weiß nicht, ob man Ende sagen kann, kommen. Ich hoffe, es wird diesmal ein etwas längeres Video. Letzten waren wir etwas kürzer, weil weniger Sachen da waren. Hatten wir dann teilweise dann Videos von 5 bis 6 Minuten. Reifenspuren. Gehen wir mal da hinten hin. Hatten wir ja vorhin gesagt, da haben wir, glaube ich, was gesehen. Da hinten ist auch noch so ein Stein. Gehen jetzt mal als Erstes hin. Schauen uns diesen wunderbaren, schönen Stein an. Sehr schön.
wahrscheinlich von der Straße damals. Kann es euch nicht genau sagen, ich kenne mich damit nicht so aus. Genau, und da ist jetzt das, was ich vorhin gemeint habe, was ich gesehen habe. Das sind hier nochmal Grundrisse von dem Gebäude. Hier ist zwar extrem zugewachsen. Man muss sich auch aufpassen, weil da sind teilweise wieder Löcher drin. Nicht, dass ich auf einmal plumps mache und weg bin ich. Da ist auch noch mehr. Hier komme ich aber leider nicht durch. Wegen den Tannenbäumen. Und ich will hier auch nicht wirklich was jetzt zerstören. Gehen wir einfach außen rum. Kein Problem. Oh, guck mal, das hätten wir auch gar nicht entdeckt, wenn wir nicht außen rum gegangen wären. Hier wieder ein Loch, wo die Steine schon umgefallen sind, weil es die Erde hier durch. Hier, das ist auch ein Stein, der war mal gerade. Und jetzt ist der einfach so schräg. Ich weiß nicht, ich glaube, das sind Stufen hier sogar. Und dann schauen. Vielleicht kann da später Fotos gemacht werden. Übrigens, wir haben auf Pixar Bay haben wir ein Konto, wenn es euch interessiert. Da sind auch Lost Place Fotografien drauf. Der Kanal heißt Sonja 72. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das sind echt schöne Bilder. Aber ich glaube, hier steht jetzt nicht mehr wirklich was. Oh, guck mal, doch, da ist eine alte. So ein Topf. So ein Topf ist das, eine alte. Oh ja. So. Guck mal, da wieder so Überreste von einem Kamin. Die fliegen hier wirklich überall rum. Gehe ich mal wieder zurück. Wir sehen uns später. So, hier haben wir jetzt nochmal ein Loch mit Leitern hier. Versorgungsschacht war das. Versorgungsschacht wahrscheinlich. Genau. Versorgungsschacht bis Abwasserschacht. Und sehr viel schönen Spinnennetzen. Hier haben wir auch noch so ein rotes Blech. Glaube ich zumindest. Kann es nicht ganz identifizieren. Und hier haben wir Mistkäfer, zwei Stück sogar. Guckt mal. Die kämpfen jetzt, die machen den Feind ihres Lebens. Jetzt dann nochmal ein Blick. Da sind wir dann vorhin reingegangen. Und dann im Endeffekt eine Runde gegangen. So, hier geht's jetzt weiter. Die Felsformation. Also keine Ahnung, wir haben es nicht auf der Liste gefunden, was das ist. Ja, es ist die Nummer 1. Gehen wir jetzt. Vermutlich muss dieser Pferdestall da hinten sein. Der ist da hinten. Ja. Nein, das ist der da. Nein, das ist der da. Wetten? Ja, schauen wir mal hin, wir werden es sehen. Wir gehen jetzt erst mal dahinter. Also wir gehen jetzt zuerst zu dem Gebäude da hinten hin und dann ist hinten auch noch eins, was vermutlich, schätze ich, der Pferdestall war. Das werden wir gleich sehen. Da sieht, es sind Eisen, Fütterdingen sind drin. Auch hier Gelände gefährlich. So. Haben wir dann das erste. Es kann trotzdem hier Pferdestall gewesen sein, weil das hier, das schaut mir aus nach solchen Fütterungsstellen hier. Oder Waschbecken, aber für Waschbecken wären es meiner Meinung nach zu viele.
Müsste man dann später auf den Plan schauen. Wir haben einen extra ausgedruckt. Genau, Steine. Weitere Grundrisse. Es wird gerade bestätigt, das war der Pferdestall. Also ich habe euch keine Fehlinformationen gegeben. Dann auch nochmal mit diesem Stall. Sieht man eigentlich, wie stabil das damals gebaut wurde. Oh, ich habe was echt Cooles gerade gefunden. Boah. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Heilige Scheiße. Oh, Alter. Papa, ich habe was Geiles gefunden. Ui, da brauchen wir eine Taschenlampe wieder. Aua. Packe ich kurz wieder mein Laserschwert aus. Oh, die Stöcke nerven hier. Sag's euch. So. Jetzt kannst du aber wieder weiter. Hier mit der Ding. Ui. Keine liegen noch. Viele Rohre. Und der schaut mir aus wie Schimmel. Hier kommt auch schon die Decke runter. Das hängt dann nur, das müsst ihr mal anschauen. Das hängt wirklich nur an diesem einen. Ah, da ist auch noch ein zweiter. An zwei Stahlträgern hängt das Ding. Also, hier, das wackelt wie Sau. Will es jetzt aber auch nicht kaputt machen. Also, das Ding. Da gehe ich jetzt nicht rein. Schaut mir zu, einsturzgefährdet aus. Da ist alles schon eingebrochen. Hier nochmal Kabel. Und hier ein kleines Fenster. Da machen wir jetzt mal Lucky Lucky. Das war es im Großen und Ganzen. Da hinten ist noch. Versuchen wir jetzt. Ich kann es probieren, da reinzugehen. Ich gehe da jetzt einfach rein. Scheiß drauf. Oder? Ist das fest? Nee, ich warte, bis irgendjemand anders da ist. Das ist mir zu gefährlich. Nicht, dass da jetzt irgendwas passiert. Und ich alleine bin. So, ja, aber da können wir nochmal durchschauen. Jetzt war der, jetzt seht ihr nur die Taschenlampe. Entschuldigung. Ich habe gerade selbst nichts gesehen. Weil das Display von der GoPro kurz set beigegangen ist. So. Mehr geht nicht. Vielleicht gehen wir später nochmal rein. Mal schauen. Jack. Hier haben wir noch ein paar Stempel. Ich würde sagen, das war Zaun oder sowas. Hier auch nochmal. Und da auch. Alles zugewuchert. Hol ich mir kurz Unterstützung, dann gehe ich vielleicht noch mal rein. Action. So, das hier ist der Kartoffelbunker. Kartoffelbunker heißt er, weil die Erzstücke aussahen wie Kartoffeln. Die eben hier gelagert wurden, die Erzstücke. So, jetzt haben wir Licht. Und auch noch interessant zu beachten, dass das noch die Originaldecke hier oben ist. Oh, die Tasche ist noch rausgegangen. So. Habe ich hier auch noch. Ja. So, gehen wir mal weiter.
Arsch. Habe ich hier auch noch was. Kommt die Decke runter. Da ist ein Baum drauf gewachsen. Ja, auf diesen. Ganz vertrauenserregend. Das alles hier wird da nur von den Stützen auch nicht. Von den Stützen wird es ja auch nicht mehr gehalten hier, weil die durchgebrochen sind. Rutschig. Ach. Ja, okay. Ist auch noch was? Ich kann es jetzt nicht sehen. Ich hoffe, ihr seht das. Ich kann später nochmal schauen. Was ist da? Das sind noch die Holzblätter unter der Dachkappe. Oh. Ah, cool. Was? Ich muss kurz pausieren und filmen. Okay. Ich mein Handy geben, weil du eine Powerbank hast. Akku fast leer. Nicht fast leer, ist leer. Komplett? Ja. Gleich. So, gehen wir nochmal hier rauf. Okay, so schaut es dann von oben aus. Vielleicht können wir hier nochmal mit der Drohne drüber fliegen. Noch ein Schornstein. Jetzt, okay. So. Yeah. Bah, das ist schwarzer Schimmel. Da ist noch ein Verteiler, Wasserverteiler oder was ist das da, ja? Ja. Boah, es ist kalt hier. Hier
gestern auch nochmal. Hier die Mauer eingerissen sogar. Oh, aber das ist riskant. Ich habe schon die Decke runtergeplumpst. Gehe ich jetzt nicht noch rein. Dann gehe ich wieder raus. So, cool hier drin. Ist tatsächlich doch mehr gewesen. In der Militärschaft. Was hast du geschaut? Also ich glaube, der schaut nämlich fast genauso aus wie der. So, ich bin nochmal Treppen. Ein etwas größeres Gelände. Überall auch Glasscheiben. Ein Stück Aluminium. Ist die Frage, ob das wirklich aus dem Ding ist, aus der Zeit noch, oder ob es irgendjemand hier abgeladen hat. Was war, weil eine etwas höhere, war noch ein größeres Gebäude scheinbar. Was genau, können wir euch gleich sagen. Hier sind dann teilweise auch Stückchen von den Dingen. Also wir müssten jetzt hier sein, du kannst mal mit der Kamera drauf leuchten. Also wir müssten jetzt theoretisch hier sein, hier. Ja, also jetzt gleich kommt das Coolste von allen. Total verhaut, das kann natürlich auch sein. Glaube ich nicht. Oder halt, nein, ich mache jetzt mal ein Stück weiter vorne, aber es macht nichts. Jetzt auch ein Trampelpfad nochmal. Grundkonstruktion. Leider steht hier nicht mehr vieles, so wie es damals war. Hier sogar noch mit Fliesen. Guck mal, hier sind Fliesen. Originalfliesen. Ja, das wackelt alles. Hier nochmal Fliesen. Ah. Schon antik. Hier nochmal eine Freifläche. Und da, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie die auf diesen Stein wirklich wachsen. Die Bäume. Dann nochmal Porzellan. Und dann hier halt nochmal eine Mauer. So. Riesengroßes Gelände, wieder mal, nach langer Zeit. Wenn ihr übrigens irgendwelche Lost Places kennt, die in der Nähe von Bayern sind, könnt ihr das gerne mal sagen. Muss halt eher, also... Könnt ihr das sagen, haben in unserer Kanalbeschreibung steht unsere E-Mail-Adresse. Könnt ihr das auch gerne mal machen. Können wir da auch mal hinfahren und davon dann ein Video machen. Da kommen wir dann nochmal eine Fliese. Und da, uiui, ist nochmal ein Eingang. Leute, das ist dann nochmal ein spektakulärer Fund. Guck mal, Papa, hier ist ein Eingang. Ja, das steht unter Wasser, das Teil, ja? Scheinbar ja. Jetzt muss ich gucken, wie ich da runterkomme. Ohne dass es mich hinlegt, rauf ist leichter. Ach, Scheiße. Es ist leider unter Wasser, aber schaut geil aus. Ups. Es wäre interessant, da mal reinzugehen.
Also da wäre es interessant, nochmal reinzugehen, weil da ist recht cool viel. Pass auf, Tobi, da gibt der Boden nach. Komm, rüber, schnell, auf geht's. Ja, ihr steht gerade auf dem Dach. Ja, da hat der Boden gerade nachgegeben. Weil ihr auf dem Dach steht. Aber guck mal, wie dick allein schon die Wände damals waren. Hör ich hier. Oh ja, da geht's auch scheinbar runter. Ja, da kommt man auch runter, warte. Und jetzt, wenn du mir noch einmal draufsteigst. Das war der Eingang von dem Gebäude hier, ne? Guck mal, hier nochmal. Dann sieht man nochmal ein bisschen. Uiuiui. Ah, okay, da bringen selbst die Gummistiefel nichts. Es ist zu tief. Bräuchten wir eine Watthose oder sowas. Also das Becken, wird mir gesagt, das ist das Klärbecken da hinten. Also hier haben wir jetzt nochmal das Ding. Da. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, das muss scheinbar das Klärbecken sein. Hier ist auch noch mal was dann. Egal, dann kommen wir jetzt wahrscheinlich zu dem größten und spannendsten Teil dieses Videos. Sagt man immer so schön, das Beste kommt zum Schluss. Ja, ich habe alles gesehen. Könnt ihr da hinten schon sehen, hoffe ich. Ich weiß nicht, ob die Bäume jetzt im Weg sind. Das ist so ein Gebäude. Und genau da gehen wir jetzt hin. Oh, guck mal, da sind noch die Wasserflüsse. Ja. Ich hab's gesehen. Da kann man auch runter, aber da gehe ich jetzt nicht runter. Das ist mir zu niedrig. Lustig. Nochmal. Okay, warte. Hier nochmal. Ja, nochmal. So. Haben wir jetzt den Eingang? Hier schon mit Wänden eingestürzt. Über uns ist übrigens so eine hauchdünne Wand. Aufpassen nicht, dass die runterkracht, während ich darunter stehe. Ui. Das ist auch nochmal ein Loch. Geht nicht zu tief. Dann nochmal sowas. Komme ich auch schon zum Eingang, so die Treppe. Also, wenn ich mir das anschaue, das ist ein riesen Türrahmen. Hier, da ist schon der Boden weg, gehe ich jetzt nicht rein. Auch. So. Das ist das letzte hier. Also schaut eigentlich ganz stabil aus. Gehen wir wieder runter. Ich sehe, da hinten ist scheinbar auch noch Zeug.
Hier dann nochmal. Wie hoch die Bäume sind. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Ach, hier haben wir mal. Oder hinten. Da hinten. Da ist jetzt auch noch was Geiles gleich. Kommen jetzt Personen. Warten jetzt ab, bis die weg sind. Hier haben wir nochmal solches Zeug. Den hier. Dann habe ich hier eine Mauer. Hier nochmal ein Gesamtbild. Leute sind da jetzt weg. Können wir jetzt dahinter gehen? Also nochmal den ganzen Weg hin. Ich hoffe, es ist gerade nicht zu dunkel. Schaut euch das an. Das ist jetzt groß. Da kommen schon wieder Leute. So. Eine Treppe ist da, um sie raufzugehen. Genau das werden wir jetzt machen. Wenn diese alte Treppe hochgeht. Also einen leichten Adrenalinkick hatte schon. Komm, das ist das andere Gebäude. Jetzt gleich hin. Es geht noch höher, schaut's mal. Alter. Weiß nicht, ob man bis ganz nach oben kommt. Aber wir sind ja da, um das herauszufinden für euch. Hier ist nochmal von unten. Ich habe vorhin von nah gefilmt. Ich glaube, dass das irgendwie so eine Wendemaschine war. Hier dann nochmal ganz viele Kabel. Hier sogar noch mit den Dingen. Den originalen Kabeln. Und hier sind dann auch nochmal ein Haufen. Können dann auch hier drauf.
Wir gehen nur hoch. Und die Planke ist also schlimm da. Die Planke ist schlimm, ja. Aber für was brauche ich da eine Planke? Da mache ich einen Schritt und fertig. Merkst du jetzt? Fuck, meine Schuhe sind rutschig, das ist das Problem. Komm, einfach einen Schritt und dann musst du drüber. Jörg! Warte. Oh, so. Scheiße, das Licht ist aus. So. Ich vertraue dir, da du den Weg ja schon kennst. Übrigens hier nicht nachmachen. Wenn ihr das trotzdem nachmachen solltet, wir haften dafür nicht. Oh, seid ihr klein. Vor allem die Kati. Ich sah die Bonani, du sah die Bonani. Boah, zeig mal deinen schönen Rucksack her. Oh, der kickt schon. Digga, wer hat das konzipiert? Möchtest du ganz, ganz nach oben? Das ist mir wurscht. Das können wir probieren. Ich war bis jetzt nur mit der Drohne oben. Ich bin zwar hochgeflogen, aber nicht hochgegangen. Muss ich da durch? Ja. Okay, warte, dann gebe ich dir kurz Kamera. Schaust du dir das zu? Ja, ja, easy peasy. Okay. Digga, ich habe vorhin schon was gemacht. Wie komme ich jetzt da raus? Ja, die Frage. Ah, fuck. Ah, Digga, Doppelkill. Hä, wie bist du da reingekommen? Einfach rein. Hä? Also raus verstehe ich ja. Wie komme ich da rein? Dankeschön. Geht das mit den Dingen da? Ja, warte, ich schneid's kurz rum, dann geht's easy peasy. Ja. Kriegst du's hin, Benni? Junge, die ist nicht mal fest mehr, die Strebe da. Komm. Prater, nimm mal. Dolo. Ich weiß, ich muss. Alter. Der Rucksack liegt noch da, oder? Okay. Also, wir sind jetzt ganz oben. Geht extrem tief runter. Schwerer als gedacht. Aber es lohnt sich. Guck mal, das sehen wir nochmal. Können wir hier kurz reinschauen. Da standen wir unten, haben die Drohne gestartet und sind hier raufgeflogen. Krass. Und da ist der Turm. Ja. In der Theorie könnte man da noch runter, aber das würde ich nicht machen. Runter? Ja, da. Aber das machen wir lieber nicht. Ja, okay, das brauche ich jetzt aber nicht. Dann gehen wir wieder. Kommt da einer? Nein. Ich gebe ihn dir dann unten wieder. Hast du? Bleib du dich da. Gleich. Versuch dich diesmal an der Reling oder so über den Holzbalken, wenn du schaffst. Warte. Soll ich runterkommen? Nee, es passt schon. So. Also jetzt kannst du. Hui.
Ach, du hast dich daran festgehalten, okay. Ja, du warst hier oben schon. Soll ich als erstes durch? Warte, dann kann ich den Ding überlegen. Guck, guck. Muss ja wieder gescheit filmen. Aber ich sag's dir, wenn du eine Kamera in der Hand hast, dann ist es doppelt so schwer. Ja. Das sind die letzten Fuhren Erz, die wo tatsächlich durch das Bergwerk oder diese Silos da durchgelaufen sind. Die wurden dann aufgrund des Erzgehaltes, dass der so niedrig war, wurden die nicht mehr verarbeitet. Und es hat sich auch nicht für eine Nachkriegsnutzung geeignet. Ja. Oh, ich sag's dir, das war so ein Adrenalinkitzel da oben. Da oben? Ja. Nee, beim ersten Mal ist es okay, aber das zweite Mal. Das Problem ist wirklich diese Leiter. Oh, der Ding ist leer. Boah, Digga, verpiss dich, du. Das Dingsbums. Die Powerbank. So. Aber ich glaube, wir sind jetzt dann eh durch, oder? Ja, darum sag ich, mach hier nochmal so einen Querschnitt. Oder gehst du von oben noch rein? Ich hab doch gerade Querschnitt gemacht. Na, so einmal so wie über den See rüber. Hab ich. Aber das mache ich von oben auch nochmal. Alter. Da müssen wir dann Spannungsmusik nehmen, als ich hochgegangen bin, Papa. Hast du gesehen, wie ich hochgeklettert bin? Ich weiß es gar nicht. Das Problem ist, da denkst du nicht mehr wirklich ans Ding mehr. Genau, der hat's gehalten. Dominik, ich brauche Licht. So, dies ist das Ende des Videos. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder was unklar war zu dem Video, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, ist in der Kanalinfo. Könnt ihr auch uns anschreiben. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie gesagt ein Like da und ein Abo, um keine Videos zu verpassen. Und viel Spaß.